Gottschalk haben wir nochmal weg. Den Token Gottschalk. Habe ich nicht gesagt. Ein Klanban. Und tschüss. So, jetzt müssen wir uns gleich noch einen Bogen herzaubern. Das machen wir. Das ist aber nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Vor allem, da uns gleich da eine Ratte gegenübersteht. Wir sollen nachdenken und rasten. Okay, das klingt doch gut. Das machen wir auch gleich mal. Verzauberung auf 69. Geil. Leute, es läuft. Es läuft sogar richtig gut. Oh, da ist ein Flederschatten. Hatte ich das umgehauen? Das tut mir aber nicht leid. So, jetzt müssen wir hier nur noch den Eingang finden. Da haben wir nochmal Lava. Es freuen sich nochmal meine Ohren. Da ist der Eingang. Wo direkt ein Schalk als Wache vorsteht. Okay, interessant. Zack, erledigt. Und jetzt gehen wir rein. So, jetzt packt einmal mehr der Helm rum. Jetzt backt er nicht mehr rum. Ist hier oh, hi! Ich wusste nicht, dass sich hier Orks rumtreiben. Ich dachte, hier wären normale Zwergenkonstrukte. Nee, stattdessen lungert mich hier ein... Ah, Skarabäusplan. Was ist das hier? Ein Schlüssel. Vermutlich für die Tür, ja? Oder anscheinend nicht nur für die Tür. Noch ein Ork. Hier sind erstaunlich viele Orks unterwegs, ne? Bei Dagon Fell die Ecke. Ja, das habe ich mir gedacht. Sagte er und starb. Tja. Ihr kämpft wie ein Kind. Ihr seid dumm, denn ihr tretet gegen mich an. Das sagt der Wärter schon auf dem Boden liegt. Ach ja, herrlich. Selbstüberschätzung ist auch eine Schätzung, ne? So, dämische Arm. Ne, Schulterplatte links. Ich bin ja tatsächlich auch dabei, eine Dings zusammen zu bestellen, eine Dwemer-Rüstung. Muss ich mal gucken, ob die für meine Rüstung passend ist. Oder ob ich die nicht gebrauchen kann. So, was haben wir hier? Natürlich. Erstmal haben wir hier Metallstücke. Was haben wir hier? Da will sich doch glatt mein Bildschirm abschalten, die alte Sau. Das finde ich ja jetzt nicht so geil. So, habe ich jetzt gerade mal kurz verhindert. Na. So, das haben wir auch. Oh, hi! Geil. So, noch ein Schlüssel. Alter, wie viele Sachen ich hier einfach kriege, ne? Oh, jetzt kann ich nicht mehr zaubern. Warum kann ich nicht zaubern? Ach, wegen den Ringen oder was? Okay. Ja, ich sollte nachdenken und rasten. Stimmt, habt ihr recht. Machen wir auch gleich mal. So, oh, Geschick. 5 Punkte, geil. Willenskraft. Komm, nehmen wir nochmal Charisma mit. Stufe 55 mittlerweile. Und es geht immer noch weiter. Unser Blut ist für den Kampf geschaffen. Ach, ist das so? Dann geh mal zu Malakat und rechtfertige dich vor ihm. Es war klar, dass ich voll bin. Es war so klar. Pass auf, ich lasse das mal da. Ich habe 3 Äxte davon. Scheiße. Das ist ein bisschen viel. Das ist echt viel. Fuck. Frage ist jetzt, wenn ich jetzt die IMCV-Intervention wirke, wo komme ich dann raus? In Aldrun. Okay. In Aldrun komme ich dann also raus. Interessant.
Nö, nö. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Ah. Ist fast, vielleicht fast für meinen Kumpel. In Dings. Bei Mora. Ich gehe da gleich wieder hin, keine Sorge. Das ist schon zu viel. Wobei, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Guck mal, die hat sogar noch Pfeile, sehe ich gerade. Na. Wunderbar. Die Tusche ist schon wieder hinter meinem Rücken. Das finde ich gar nicht nett. So. Ausbildung zum richtigen Preis. Oh, geil. Ausbildung zum richtigen Preis. Geil. Da freue ich mich doch. So, einmal reisen bitte. Erstmal reisen wir nach Caldera. Wir haben 3 Äxte. Die werden wir niemals, niemals bei unserem Kollegen los. Niemals. Deswegen gehe ich damit zum Kriecher, weil der kann mir dafür das Richtige geben. Dann gibt es zwar nur eine Axt zum halben Preis, aber das macht nichts. Dafür werde ich die anderen beiden zum vollen Preis los. Das ist in Ordnung. So. Da sind sie. 6000. Wie viel sind die hier wert? 1600 auch nochmal. Okay. 24 Stunden warten. Handeln. Kaufe diesen Gegenstand nicht. Okay. Wunderbar. Das genügt mir schon. Willkommen. Bitte sprecht. Ich heiße euch willkommen. Ich sage immer dasselbe. Sind das Zwillinge? Es ist ein Glück, euch zu treffen. Das sind Zwillinge, glaube ich. Ja, geil. Die werden wir auch noch los. Das finde ich gut. Das freut mich. Das noch dazu. 1100. Zack und tschüss. Perfekt. Was sagtet ihr? So, den Weg können wir auch eben so zurücklegen. Das ist ja nicht das Problem. Dann können wir nämlich direkt von Balmora aus wieder per Magiergilde wieder zurück nach Sadrith Mora und dann per Schiff wieder nach Dagonfell und dann sind wir schon fast wieder bei der Ruine. So schnell kann es gehen. Ach ja, wenn man keine Geldsorgen hat. Aber es waren gerade eben echt nur Orks, ne? Es war nichts anderes. Es waren nur Orks da bisher. Keine Zwergenkonstrukte, kein gar nichts. Hallöchen und tschüss. Ach ja. Man muss ein Arsch sein auf dieser Welt. Zumindest was es in Spielen angeht. So, nochmal ein bisschen schmieden. Wunderbar. Wir stehen ja schon vor bei Moras Haustür. Das ist ja das Schöne daran. Ist quasi für uns nur noch ein Steinwurf von Caldera entfernt. Das ist ja das Schöne daran. Und es ist so toll, dass es jetzt zwischendurch nicht mehr aufploppt, dass ja jemand was von uns will. Das ist einfach nur herrlich. So, Kollege. Du hast 2000. Gut. Komme ich damit auf 1500 hoch? Ja, wunderbar. Perfekt. So, ich würde mal sagen, die Schulterplatte, ich behalte die bei mir, ehrlich gesagt. Ich behalte die erstmal bei mir. Würde ich vorschlagen, weil ich renne jetzt deswegen nicht extra zurück. So, dann gehen wir nochmal zu unserer Lieblingsalchemistin. Dädraherz, die Rubine. Salze der Leere. Den Schalkharz. Und den Smaragd. Und nochmal 740 Draken rausgeholt. Herrlich. Das lohnt sich richtig. So, jetzt haben wir sogar 809 Pfeile. Also Pfeilmangel dürften wir jetzt gar keinen mehr haben erstmal.
Gut, ich glaube, ich habe auch alles erstmal verkauft. Gut, die Seelensteine, mein Gott. Die werden wir früher oder später bestimmt auch nochmal irgendwo los. Entschuldigung. Und die Pläne, die kann ich ja dann zur Not in meiner Festung unterbringen. Sadrith Mora. Wer hat das dorthin? Wolfenhalle. Alle hopp. Jetzt erscheinen. Ne? Jetzt erleiden wir noch mal ein bisschen Schaden. So wollte ich das sagen. So, dann springen wir hastig durch Sadrith Mora, um schnellstmöglich zum Schiff zu kommen. Das es dann nach Dagon Fell bringt. Keine Zeit verschwenden, ne? Ihr kennt das ja. Auch wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, so ist es ja nicht. So, mein Freund, ich versuche dich sogar mal nochmal zu überzeugen. Dagon Fell. So, dann wollen wir schnell zu der Daedra... Mann! Ich verwechsel die ganze Zeit. Daedra, The Baymersh ist doch fast dasselbe, Mensch. Zu der Zwergenruine, so. Ich will die immer aus Höflichkeit bei ihren selbstgegebenen Namen verwenden. Also Dwemer, Altmer, Bosmer, Dunmer und so weiter. Ich wusste, dass es passiert. Irgendwann musste es passieren, das war doch klar. Dass das passiert, dass das Vieh ankommt. Ich konnte es mir einfach nicht anders vorstellen. So. Es ist zwar ziemlich neblig, aber ich glaube, den Weg kennen wir mittlerweile ganz gut. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und da haben wir wieder einen Clan-Bann. Der gleich mal unsere Pfeile zu schmecken bekommt. Guten Appetit. So. Müssen wir nur noch zur Brücke. Da ist sie schon. Na, sitzt er wie ein Schalk? Ne, ein Quammerkundschafter diesmal auch. Der sogar krank ist. Aber das macht uns ja schon lange nichts mehr aus. So. Dann mal auf in die Ruine, es war klar. Natürlich ist der Helm wieder mal verbuggt. So, einmal die Rüstung und einmal die Waffe. Die wir ja auch so verkaufen können. Das ist ja nun wirklich nicht das Problem. Schnell schon mal den Bogen heraufbeschwören. Ich denke nicht dran. Das war alles? Das war euer ganzes Aufgebot? Süß. Da ist eine Falle. Wir haben die hier nicht? Gott, ist das süß. Ei der Zeit. Alter, das hat einen Wert von 1000. Heftig. Das soll Lorcan sein. Kann das sein? Das ist Seelendonner, das ist Seelenklinge und das ist wahrscheinlich das Herz von Lorcan. Ja. Das nehme ich mal mit. Gut, dann sind wir mit der Ruine tatsächlich auch durch. Oh, Beinschienen! Geil! Mitnehmen! Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Super! Gut, da wir jetzt hier durch sind, in der Ruine, könnte man fast schon sagen, Mensch, ich wirke jetzt die Rückkehr, damit wir in die Festung kommen direkt. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Balfell, wie hieß die Ruine noch? Ja, genau so hieß die. Ach ne, bei Vivik haben wir ja auch noch was, was wir machen können. Ich werde jetzt erstmal die Rückkehr wirken, Freunde. Wo haben wir sie denn? Die Rückkehr, die müsste unter R sein. Ne? So, jetzt sind wir in unserer Festung. Langbogen. So, wo habe ich die? Ist, glaube ich, unten die Dwemer-Rüstung, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Die dürfte unten sein. Da habe ich nichts Spezielles. Da habe ich einmal den Plan. Und das Buch tue ich da auch mal rein.
Sucht ihr spezielle Werkzeuge? Meine Preise sind sehr gut. Danke. Ach ja. Mal sehen. Wir haben Armschiene links, Armschiene rechts, Schulterplatte links. Schade, mir fehlt die Schulterplatte rechts. Die linke haben wir schon. Den dwemischen Hellen haben wir, aber uns fehlen die Beinschienen. Da habe ich tatsächlich recht gehabt. Die fehlen uns tatsächlich noch. Also jetzt fehlt uns noch die Schulterplatte rechts. Die fehlt uns noch. Dann haben wir eine komplette Dwemer-Rüstung. Gut, das Schild fehlt uns noch, aber den werden wir bestimmt auch noch irgendwo kriegen. Okay. Dann würde ich sagen, reisen wir gleich mal nach Vivek. Und zwar mit dem Schlickschreiter. Ich habe nämlich keine Lust, noch mal ein paar Träumern da über den Weg zu laufen, wenn ich ehrlich bin. Und dann werden wir uns noch mal in den Osten begeben von denen. Weil da haben wir ja auch noch einen Quest mit unbehandeltem Vulkanglas, das geklaut wurde. Erinnert ihr euch vielleicht noch dran? Ich erinnere mich da jedenfalls auch dran, dass wir da eine Quest hatten in der Richtung. Die können wir ja auch dann nochmal machen. Nachdem wir erstmal unseren Scheiß verkauft haben. Ich brauche eine Schulterplatte rechts für die Dwemer. Was ist heute für ein Tag? Schulterplatte rechts. Die hast du, glaube ich, gar nicht, ne? Kollege, hast du die? Schulterplatte rechts. Ne, die hast du nicht. Jedenfalls sehe ich die bei dir nicht. 500 hat er noch. Oh. Das war ein bisschen zu viel. So. Falschen auf 32. Jawohl. Sehr geil. Wie sieht's mit dir aus? Du hast ja, glaube ich, auch noch dämische Sachen, ne? Oder? Ja. Auch links. Mist. Aber er hat ein Schild. Den kaufe ich dir mal ab. Gut, wir zahlen zwar ein bisschen was drauf, das macht aber nichts. Zack. Dann haben wir auch den Schild. Dann fehlt uns tatsächlich jetzt nur noch die Schulterplatte rechts. Und dann haben wir auch alles. Für die Dwemer-Rüstung. Das freut mich sehr. Tatsächlich gehen wir nochmal eben zur Festung. Dann werden wir wohl doch den Fußweg nochmal nehmen. Sehr, sehr cool. Dann werden wir uns tatsächlich mal die dwemische Ruine vornehmen, die bei der Schlammkrabbe ist, bei der Händlerkrabbe. Scheiße. Ich bin zu weit gelaufen. Ich wollte eigentlich da unten hin. Da ist die Dwemer-Rüstung. So, dann haben wir den Schild da drin jetzt auch mal untergebracht. Gut. Dann reisen wir jetzt zwar nicht per Schlickschreiter, aber das ist ja auch wurscht dann. Wir können ja mit dem Schiff fahren. Fällt mir gerade ein. Laut hat ja ein Schiff. Da ist es. Erinnert mich so ein bisschen an ein nordisches Boot, muss ich tatsächlich... Ich wollte gerade sagen. So, reisen! Vivek Fremdenviertel, genau da wollte ich hin. Es tut so gut, euch zu sehen. Ach, du alter Schleimer. Alter Charmeur! Sag das doch nur, weil ich es hören will. Bitte mach weiter. Ich weiß was. Weil, ne, ihr habt das ja vorhin gesehen. Die Ruine befindet sich östlich von Vivek. Und vorher können wir ja nochmal diese Schmugglergeschichte da machen mit diesen Banditen. Das dürfte das Telvanni-Viertel sein. Fuck. Dann ebenso. Hä? Bin ich den Weg jetzt zurückgelaufen? Ich wollte gerade sagen. Nee, wir sind richtig.
Natürlich muss erstmal die Schlammkrabbe wieder dran glauben. Wie immer. Die arme Schlammkrabbe. Die Ratte auch. Und tschüss. So, irgendwo hier war, glaube ich, eine Dungeon. Au. Erstmal müssen wir wieder den Händler-Heini finden. Der müsste ja, glaube ich, hier in der Nähe auch sein. Der war doch hier irgendwo. Da sehe ich schon mal einen Posten der Lalu. Genau, da wollten wir aber nicht hin. Wohin führt uns der Weg hier? Der führt uns, glaube ich, zu der Dungeon, ne? Zu der wir müssen. Ja, das ist die Dungeon, zu der wir müssen. Aber wir haben noch nicht den Händler gefunden. Es dreht sich nämlich um unbehandeltes Vulkanglas. Das weiß ich noch. Die Quest hatten wir damals angenommen. Und dann hatte ich den Spielstand geladen oder mir war das Spiel abgestürzt und dann hatte ich die Quest, glaube ich, vergessen oder ich hätte gesagt, ich mache die später. Und jetzt haben wir ja später. Es ist immerhin die letzte Aufnahmesession erstmal. Also, wie spät soll es dann noch sein? Ehrlich gesagt, ich muss jetzt nur noch mal den Händler finden. Au. Und danach können wir uns gerne um die Dwemische Ruine kümmern. Jetzt habe ich sogar richtig gesagt. Wow. Geil. Seid stolz auf mich, Leute. So, wo haben wir den denn? Den Händler. Der müsste ja gleich kommen hier, oder nicht? Der war, glaube ich, sogar in der Nähe der Daedrischen Ruine hier. Da war er, glaube ich, gar nicht so weit weg. Von da ist er ja. Genau dich meine ich. Hört genau zu, wenn es euch wirklich kümmert. Meine ehemaligen Wachen sind gerade erst verschwunden, haben meine gesamte Ware gestohlen. Eine ganze Ladung Rohglas, genau. Falls ihr mir meine Waren wieder beschaffen könnt, bla bla bla. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich nehme den Auftrag an. Dann los mit euch. Los geht. Dann einmal überzeugen. So. Dann müssen wir jetzt nämlich zu der Dungeon, die wir vorhin gefunden haben. Zu der müssen wir hin. Weil dort halten sich seine ehemaligen Wachen nämlich auf. Oder war das sogar hier? Ich glaube, das war sogar direkt hier. Achso. Der Helm spinnt mal wieder rum. Es gefällt dem Mädchen, hä? Leire, okay. Gut, die Eisensachen lasse ich hier. Was ist das hier? Eisenviper-Schlechter, okay. Immer mit. Kommst du nicht ran, Mädchen? Das tut mir aber nicht leid. Und scheiße aber auch. Tja, im Bogenschießduell bin ich eben unschlagbar. Dank des heraufbeschworenen Bogens, den wir ja haben. Ich räume jetzt schon die ganze Dungeon leer, schon wieder. Mann, 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 Mann. Lass der Dungeon leer räume, ich merke das schon. Mist. Das war die Sonde des Lehrlings. Aber wir haben ja noch knapp 30 Stück. Sehr schön. Ha! Ein Draken! Süß! Genau, ein Draken. Ist nicht wahr. Ach, guck mal an. Die hat sogar einen des Meisters. Nee. Ich statte das mal noch nicht aus. Oh. Die habe ich nicht getroffen? Was ist denn da los? Jetzt habe ich sie erwischt. So. So viel Platz haben wir nicht mehr. Dann schaffen wir uns eben welchen. Und da hat sich gerade meine Waffe in Luft aufgelöst. Sollte ich nicht vielleicht erstmal zurückkehren? Es wäre eigentlich eine gute Idee.
Oh, ich glaube, den nehme ich noch mit. Sag ich doch, den nehme ich noch mit. Jetzt bin ich auch wirklich fast voll. Falle, okay. Jetzt hau ich ab. Tschüss. War nett mit euch. Unbehandeltes Vulkanglas haben wir zwar bisher noch nicht gefunden. Aber das werden wir bestimmt noch finden. Jetzt kehren wir erstmal nach Vivek zurück. Da ist nämlich der Taiwani-Bezirk schon. Und wir gehen direkt ins Fremdenviertel. Ohne Umschweife, würde ich sagen. Oder haben die Taiwani normale Händler? Vielleicht haben die ja sogar einen normalen Händler. Ich weiß das gar nicht. Haben die einen normalen Händler? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ehrlich gesagt. Müssten sie eigentlich haben, einen normalen Händler. Echsenkopf. Achso, das ist nur die Taverne. Ansonsten gehe ich zum Tempel. Das ist ja auch nun nicht das Problem. Ach, Helm. So. Ich warte. Ich auch. Worauf denn? So, erstmal ein bisschen Redegewandtheit. Die Leute ein bisschen gefügiger machen. Das ist das. Ja gut, den Schein kann, den Brief und das alles kann ich der Dame geben. Maximum. Perfekt. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Hexenmeister. Wenn ihr Zaubern sucht, so seid ihr hier am rechten Ort. Nur für die Unstrigen. Ach, leck mich. Trankmischer. Ist eigentlich genau dasselbe wie Alchemist, aber ist ja auch egal. Kann ich der das zu Yama geben? Und das war's dann auch schon. Was? Die lehnt ab? Lehnt immer noch ab. Das geht doch nicht. Harter Knochen, ich merke das schon. Harter Knochen. Aber okay. Was haben wir hier? Taiwani-Tempel. Seid willkommen. Ja. Worüber sollen wir sprechen? Tempel, wo sich ein Händler eingenistet hat. Oh, was haben wir hier? Herstellung, was ist das? Ja, komm, nimm den Scheiß mit. Blick ich noch weniger durch, aber ist ja egal. Interessiert ja eh keinen, also was soll's. Wie sowieso, geil. Tempel und dann, ja, irgendwie so, ne? War hier nicht unten in den Kanälen irgendwie noch ein Händler drin? Oh. Also hier unten haben sie keinen Händler, okay. Halt. Dann gehen wir doch mal nach oben, wa? Da sind die Ordinatoren. Hier ist keine Zwischentür. Schade eigentlich. Notunterkünfte, da wollte ich nicht hin. Haben die echt keinen Händler hier? Scheiße. Okay, dann nicht. Wenn ihr keinen Händler habt, dann muss ich entweder zu den Lalu oder zu den Redoranern. Ich glaube, ich gehe eher zu den Lalu. Vivek sei gepriesen. Jo. Ist er, mein Freund. Aber sowas von. Oder ich gehe zu den... Ich glaube, ich gehe zu den Redoranern erstmal. Alle, hopp. Was ist das denn hier eigentlich? Haus Dralor, okay. Was habe ich denn am meisten? Waffen wahrscheinlich, ne? Ja. Waffen und Rüstung. Gut, dann gehen wir direkt zu den Lalu, weil da werden wir alles los.
Die Taverne ist auf der anderen Seite. Macht nichts. Dann gehen wir direkt hier rein. Perfekt. Werden wir den Kram nämlich schon mal los. Oder ist es zu viel? Stahldolch.